Hallo. Ja, gerade von der war ein Video zu merken. Ich habe diesem Video gegangen, mich zu reden von den Sternen Friedach. Der Wort Sternen Friedach aus und er verworte erst. Denk wieder überhaupt an vielmals verworte Sternen Friedach überhaupt erst. Ich glaube, wir sind über den uns ziemlich erneut gewarnt geworden. Das ist ein Sternen Friedach und das ist ein besonderer Tag. Ich glaube, die wenigsten Menschen denken, die überhaupt an, was das für ein Tag ist. Und für was der Tag ist, dass Jesus Christus den Tag gestorben ist für uns. Und ich glaube, viele Menschen leben dort nicht gut. Und ich glaube, ich würde mir während zu sagen, viele von uns deutsche Menschen im Reich sind auch jüdische Partner. Wo du Arabien zum Jesus vorsnehmen. Wir haben checken in der Bibel in Markus 14, Vers 18. Das sagt, aus Jesus um das so und in Euten, seht Jesus, ich sage die Wahrheit, einer von denen, der mit mir taub hat, was mir verruht. Der Wurfel von uns, wo Jesus das sagen kann, dass wir an würden verruhen. Wofür von uns würden reisen, um das dann? Aber wofür von uns würden reisen, um uns treu hauen, dass wir nicht würden Jesus verruhen? Sei er viele, von dem Tag, wenn du ich wer erst, was du wie die Bibel mitteilen hat, den Wort verspart hat, den Wort belacht, den Wort gelast hat über den. All die, dort sind die vermangt diese Herr, was Jesus vorsnehmen darf, was Jesus verruhen darf. Ich freue mich, dass ich auch keine Klarheit kriegen kann, dass wir da rauskommen können. Und dass wir das Klarheit kriegen haben, dass wir die Bibel lesen und wir das ausleben. Wir werden so geliert und abgewachsen, dass wir müssen noch mal mit der Bibel lesen, aber wir müssen das nicht verstehen, was in der Bibel wir. Und wir müssen das verstehen und wir müssen das ausleben. Und in Markus 14, Vers 43, du sagst, in Furz, während er nach Red, kam Judas, einer von den Zwölf, und mit Arm und Schaufmannen, mit Schwierz und Schnäppels, der von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten geschickt wird. So, ich glaube, du sind von der und auch ein Deutsch von unserem Dieter Mank, und der Herr, wo du kommst, um Jesus vorzunehmen. Wir würden vielleicht mit uns Müll, wo wir vielleicht Fjörken sein, ich sehe nicht einer von euch, bei unseren Worten. Wir bewiesen dort, was immer an den harten Bahn ist, dort aus an den Worten zu sein. Was immer an den harten Bahn ist, dort lebt der Mensch. So, unsere Worten, die reden, ich glaube, korrekt zu klar, oder vielleicht noch klarer, was unsere Wörter reden. Ich weiß bloß, wie viele Menschen stemmt das Müll und hört sehr lange nicht. Aber viele würden sagen, sie würden nicht reut im Mett gehen, wenn sie Jesus wollen vorsnehmen. Aber der Wort ihm bewiesen dort, dass sie reut sind. Dass sie würden reut sein, Jesus vorzunehmen. Und für was wird Jesus vorgenommen? Und für was wird am Deut gemerkt? Am Wort Deut gemerkt, hat er sich kann, um unsere Sinnen betonen, um uns zu raten. Und wir müssen die Ratung annehmen. Viele glauben von der nach einmal, wir können nicht wollen, dass wir geraten sind. Ja, yes, wir können das wollen. Jesus hat das einfach für uns getan. Jesus hat uns geraten. So, du und ich, wir müssen die Ratung annehmen. Wir müssen das leben und dort glauben, dass wir geraten sind. Weil wir das nicht annehmen dürfen, dann wollen wir nicht durchkommen. Das ist schön wahr, dass wir wollen schon durchkommen, dass wir wollen schon im Himmel kommen. Wenn wir die Ratung nicht wollen, eine Zeit annehmen. Ja, das wollen wir nicht annehmen können, wenn die Welt ist, was zu eng sein. Weil wir wollen für den Rest am Stuhl stehen, du wollen wir auch keine Chance haben. Das machen wir nicht tun. Das ist vorige Merk. Wenn wir checken, in Johannes 19 verstaut ich den Gerät davon. Johannes 19, Vers 30.
or I can see it. Ja, du gömde just nu. Det sa ju vin, Erik. Gömde om hit till dränken. En oss just den vin, Erik, i krän har ser han nu as alls farig gebracht. Dan bjöd han sin den kapp rov och gav sin gäs av. För det sa ju nu att nu är alls farig. Nu har det där arm farig. Men vad vore en bäst ju vidare kätting. Vore en bäst ju färden. Du sa ju det nog. Von der Saste bei den Ende stehen wieder Dienstag. Da hast du mal gedacht, wie wird das Dienstag werden da? Und jetzt hast du das Licht, die Wahrheit und das Leben. Und nun haben sie das Licht um die Hitze genäht und die Welt hat kein Weich, wo sie kein Licht merken. Das Licht hängt nicht um die Hitze. Und dann war das Dienstag. Dass wir über das ganze Land Dienstag sagten. Und dass wir ein bisschen klarer täten, dass wenn Jesus nicht mit uns ist, dann habe ich kein Licht. So wir müssen im Licht leben und wir müssen Jesus ohne, wir müssen mit Jesus top leben. Wir haben kein anderes Wahrheit, weil wir nicht mit Jesus top leben, dann leben wir in der Diensternis. Und als Jesus gestorben, da reicht die Gardine 2 im Tempel. Ich sage mal, können bloß die Priester einmal das Jahr nachgehen und zum Sinnen betonen, zum Sinnen opfern. Aber als Jesus starf, dann reut die Gardine 2 von du wieder, wird für oben frei. Jeder einer könnte nachgehen, wer er will. Und wir können alle an Jesus kommen von du wieder. Und sie sind bekannt. Und tust du nicht, wie wir sind, nicht haben, für Jahre für uns zu sinnen. So wie sind, wird hast du nicht für uns alle auch. Wie können du nicht alle nachgehen? Das kann nicht bloß der Älteste. Das ist nicht reich, weil wir an sie sind bloß den Ältesten bekannt. Kein Ältester wird. Was die Sinnen vergeben kann. Das geht nicht. Das Jesus Christus ist die Sterben für meine und für deine Sinn. So, ich dachte, ich würde ein bisschen Klima im Video merken, Klima ist davon reden, für Worte stelle Friedrich wir. Und vielleicht können wir uns das halten, dass wir mal eine Klarheit haben über den Tag. Und vielleicht können wir das leben. Vielleicht können die das zum Sehen sein. Dankeschön für Jetting.